Ja, während dem 11-tägigen Prana-Retreat im Mai in Deutschland werde ich natürlich auch nichts essen und zum Teil wahrscheinlich nichts trinken und vorleben, wie es energiereich ist, als Breatharian zu leben. Bisher bin ich sehr oft speziell in solchen tollen Gruppen, wo Nichtessen ganz normal ist, in den pranischen Fluss reingekommen. Und auf unserem letzten kleinen Prana-Retreat im Februar in Baden-Württemberg, ja, 7 Tage trocken gemacht und voller Energie den Raum versucht mit aufzubauen. Und ja, die Erfahrungen aller Teilnehmer waren sehr gut. Jeder hat seine Erfahrungen gemacht. Und manche sind stärker in den Prana-Fluss gekommen und andere sind dann wieder zu einer leichten Kost teilweise übergegangen. Aber es war sehr spannend natürlich, welche Sachen da kommen, welche Emotionen da auftauchen und mit denen zu arbeiten und natürlich einfach die Energie zu kultivieren, dass die Energie steigt und steigt. Das ist der Plan. Diese Energie können wir natürlich für alles im Leben einsetzen, um glücklicher zu leben, um stärker zu leben, um weniger Schlaf zu brauchen, mehr Energie zu haben. Das ist ja der Plan. Und vor allem glücklich zu leben. Und da sollte Essen sozusagen nur den Platz 2 einnehmen. Wenn wir weniger essen oder nicht essen, können wir in den Modus kommen, in den Status kommen, mehr genährt zu sein von direkter Quelle und keine Verdauungskraft aufwenden zu müssen. Dadurch brauchen wir weniger Schlaf und sind vollkommen perfekt genährt. Das ist ganz logisch für mich, weil die Dinge, die wir, wenn wir Essen aufnehmen, aus dem Essen ziehen könnten. Also irgendwie Vitamine, Mineralstoffe, ja, da gibt es einen gewissen Teil und den könnten wir da rausnehmen. Aber wenn wir die von direkter Quelle, also von der direkten Quelle der Lebensenergie, der Kraft, wo die Zellen direkt gespeist sind, genährt werden, dann brauchen wir die Vitamine tendenziell nicht mehr, ja. Und wir haben auch noch nie ein Vitamin gesehen. Aber ich glaube, es geht zu weit. Nun, was werden wir während dieser Woche machen? Ich habe einige Workshops vorbereitet, einige Präsentationen. Das erste ist eine Art Einführung, die meisten wahrscheinlich nicht brauchen, weil sie sich mit dem Thema schon befasst haben. Dann geht es um Manifestation. Wie funktioniert Manifestation? Wie kann ich mein Leben in die Bahn bringen, wo ich glücklich und zufrieden und energiereich leben kann? Denn für mich geht es um pranische Lebensweise, das heißt voller Energie, glücklich, fröhlich auszustrahlen, zu leben. Ja, und das ist der Hauptfokus für mich in meinem Leben und für das Retreat. Natürlich ist es eine sehr gute Erfahrung, mal zu machen, 11 Tage ohne Essen zu sein. Und ich schätze, dass sehr viele auch in den Energiefluss kommen. Es kommen immer Themen mal hoch, Emotionen. Und wenn man mit denen arbeitet und guckt, was da für Verlinkungen auch mit Essen sind, dann wird man ein freierer Mensch, ein stärkerer Mensch. Ein Organismus, der, wie ich jetzt zum Beispiel, bin ich gerade in München und arbeite mit den Behinderten. Und jetzt habe ich einen 72-Stunden-Dienst noch, dann habe ich einen Tag Pause oder einen Tag Retreat-Platzaufbau noch ein bisschen. Ja, und die letzte 48-Stunden-Schicht lief unglaublich gut und trotz dessen, dass es zu lang war, war ich voller Energie und konnte dann auch direkt weitermachen. Ja? Das ist eine Frage von Energiemanagement und mein Organismus wurde stärker. Ich kann, wenn ich es mittlerweile wieder frei und mit Genuss essen und ich habe gemerkt, dass die materielle Ebene, also das Essen, etwas weniger verhaftet mit mir ist. Davor war es mittelmäßig unterschiedlich. Und ja, ich habe die Freiheit, ich kann essen. Ich brauche nicht essen. Und ich fühle den Zustand ohne Essen unglaublich schön, unglaublich klar und rein. Die Ausstrahlung wird stärker. Und die Liebe und Verbundenheit. Ja, das ist der Weg in die Einheit. Ein Weg in die Einheit. Und herzlich willkommen für alle, die noch teilnehmen wollen, auch wenn es ohne Eliton dieses Mal stattfinden wird.